Hallo Leute, ja, mit dem Media Creation Tool von Microsoft kann man sich ja das aktuelle ISO-Image von Windows 10 herunterladen, um da sozusagen ein Installationsmedium für Windows 10 zu erstellen. Das Tool bietet auch gleich an, hier einen Speicherstick zu erstellen oder eine ISO-Datei. Ich habe das früher immer gerne gleich auf den USB-Stick gepackt, hatte aber da in letzter Zeit immer mal wieder seltsame Probleme. Ich mache das Ganze jetzt hier mal und dann lädt er ja Windows herunter und relativ häufig hatte ich dann jetzt in letzter Zeit das Problem, dass so eine Fehlermeldung hier kam, Problem beim Ausführen dieses Tools. Ja, der konnte irgendwas nicht machen, vielleicht passt ihm der USB-Stick nicht, keine Ahnung. Das Problem an der Sache ist, man kann jetzt nicht einfach einen anderen USB-Stick ausprobieren. Wenn ich jetzt hier schließen mache, dann verwirft er den Download, den er jetzt hier gigabyteweise sich aus dem Internet runtergeladen hat und fängt danach von vorne an. Das ist natürlich dann wenig optimal, das kostet nur Zeit und ärgert einen. Ich bin deswegen dazu übergegangen, immer die ISO-Datei herunterzuladen und die erstmal lokal mir abzuspeichern und dann den USB-Stick von Hand zu erstellen. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich an. Ich mache jetzt hier mal weiter und speichere jetzt hier auf dem Desktop diese Windows-ISO-Datei ab. Und er lädt das jetzt hier herunter und während er das macht, gucken wir uns mal an, wie wir den USB-Stick dann erstellen. Das machen wir nämlich mit dem kostenlosen Tool Rufus. Das kann man sich hier unter rufus.ee herunterladen. Ich lade mir da immer die portable Version herunter und damit werden wir dann die, ja, sozusagen den bootfähigen Stick dann erstellen. Jetzt warten wir erstmal ab. Er ist jetzt fertig, hat hier diese Windows ISO angelegt und die könnte ich jetzt auf DVD brennen, aber wir wollen ja einen USB-Stick erstellen. Rufus habe ich auch mal runtergeladen, hier die portable Version rufus.exe, einfach doppelklicken, kurz bestätigen und starten. Wollen wir auf neue Version prüfen? Ist eigentlich relativ egal. Also nein. Und hier wählen wir dann das USB-Laufwerk aus. Ganz wichtig, das richtige auswählen, weil es wird ja dann gelöscht. Und bei Auswahl wählen wir dann eben unsere Windows-ISO-Datei hier aus. Und ja, den Rest lassen wir mehr oder weniger so beim Partitionsschema, nehme ich hier gerne MBR, was auch bei älteren Computern dann funktioniert. Bei neueren, die jetzt schon so ein UEFI-BIOS haben, kann man dann auch GPT auswählen und dann hier als Zielsystem UEFI. Genau, und dann muss man bloß noch Start drücken. Das mache ich jetzt hier mal und dann kommt noch mal eine kurze Bestätigung mit OK bestätigen und dann legt er sozusagen, also kopiert er das ISO auf den USB-Stick, macht daraus einen bootfähigen USB-Stick und das funktioniert deutlich zuverlässiger als das Windows-Tool. Und falls doch was schief gehen sollte hier, dann habe ich ja eben noch das ISO-Datei jetzt hier und kann dann einfach einen anderen USB-Stick verwenden an der Stelle. Und das ISO kann ich mir dann, wenn ich will, auch irgendwo noch wegspeichern. Das ist im Prinzip in Anführungszeichen die Lösung für dieses Problem. Nicht lang rumärgern mit dieser Fehlermeldung, sondern einfach dann mit Rufus sich den USB-Stick erstellen. Das war's. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom eKiwi-Blog. Es gibt alles nochmal zum Nachlesen, was ich hier geschrieben unterhalb des Videos ist ein Link, könnt ihr anklicken, da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen.